Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 2015 hier mit Jan Klaus und meiner Wenigkeit Glabur. Guten Tag. Ja, die durchgesoffene Glaburgruppe hier, die Olufs. Ja, wehe, es nimmt noch einer hier in LS Olaf-Server. Dann werde ich euch meinen Penis in die Rippen stechen. Abstechen, Glasscheibe, Scherben in die Augen reinstopfen. Bis aus den Ohren wieder rauskommen, ihr dreckigen Hunde. Hunde? Das ist auch nicht schön. Ja. Also das ist nicht schön, nee. Also. Aber ich finde das lustig. Nee, das war ganz schön asozial. Ja, ja. Das finde ich cool. Ja. Sag lieber Muttersöhnchens. Schwiegermutter. Schwiegermutterficker. Gar nicht lustig. Klaus lacht da nicht drüber. Klaus, umst du deine Schwiegermutter? Ja. Klaus hat... Ich hab gesagt, du Schwiegermutterbumser, und dann hast du nicht gelacht. Und dann denke ich mir so, na? Ich hab gerade gar nicht zugehört. Klaus Bumser? Ich krieg nicht alles rein. Klaus muss gleich nochmal hier, ne? Naja, wir kriegen mal alles weg. Müssten wir. Müssten wir? Okay, Mann. Wenn ich wieder das runtergebrochen. Habt ihr überhaupt alle Lichter im Trecker? Ja. Ja. Hoch, Alter. Super Hightech LED-Lichter. Oh. Ja, ein Problem. Ich habe eine Lampe, die hinten kaputt ist. Ja, ich auch. Ah? Das sind die billigen Sparbier. Da müssen wir hier einen Techniker erstmal anrufen. Das sind Putin-Teile, diese Billigteile von Putin. Ja, wir müssen Techniker anrufen. Für eine Birne wechseln, zu der Zeit. Nein, ich bin auch schon wieder voll. Heute musst du beim Auto einen Techniker rufen, wenn du eine Birne wechseln willst. Na was? Motor ja, rausschmeißen? Bei den neuen Autos... Das ist echt schwer, weil da ja auf den Bieren da irgendwie 3000 Watt drauf sitzt. Oh, geht ja noch. Oder Volt. Ich weiß gar nicht, wie das Gerät da drauf... Ich habe das nun mal... So genau befasse ich mich damit nicht. Den sehr ohne Probleme anfassen. Jo. Das Volt, das sind bei den Halogen-Dingern hier nicht. Halogen, ja. Bei Xenon-Scheinwerfern. Bei Xenon-Scheinwerfern. Weil die mit Hochspannung arbeiten. Genau, aber das will ich nicht mehr selber machen. Nee. Also kein Stück. Was ich sehr interessant fand, wo jemand... Jan, du kannst 20 fahren, ne? 20? Mhm. 28, du. Was? Kammer. Nein, wir müssen aber nach 20 fahren. Ich weiß. Fand ich gut. Du hast ihn gut ausgekontert, Jan. Oh, ich denke, oh. Oh, dann haben wir hier gleich auch schon wieder Hafer drauf. Das ging aber auch ganz schnell. So klein ist die Sämaschine gar nicht. Ne? Alter, Klaus, du bist irgendwie immer eine Abkürzung oder so? Ja. Kommst du mal so schnell hier hin? Das siehst du mal, ne? Klaus hat heute tierisches Aftersausen. Er springt dann immer vor. Hat ein paar neue Koteletts angestrengt. Ein paar Koteletts angestrengt? Müssen wir aber Wasserfass kaufen, ne? Ja, aber können wir ja noch nicht abholen. Ne? Ja, wir haben auch kein Geld fürs Wasserfass. What? Ja? Jetzt in 2 Wochen dann, Klaus. Ja. Aber um 0 Uhr gibt's ja Geld in 30 Minuten in der Spielzeit. Ja, um 0 Uhr gibt's für Milch. Ja, komm. Können wir ja mal gucken, wie viel Milch haben wir denn jetzt? Oh, ich hab noch kein Allrad drin, jetzt. Uns haben wir gerade drum kümmern, Leute. Was haben wir denn an Milch? Milchtank, 3300 haben wir drin. Ist das gut? Und in 2 Wochen, wenn wir wieder aufnehmen, dann kommt da Wasser rein. Sommerferien, dann sind wir bei, dann sind wir bei 110%. Bin ich hier nicht? Nein. Jetzt lassen wir mal durch hier mit dem Feld. Hab dein anderes Feld auch schon gegrubbert und gedüngt? Nö, grubbern musst du noch Feld 18. Mann. Wir haben da gerade Sprungers weggefahren. Mann. Das sind alten Mann in Ruhe. So geht das nie weiter mit euch, so.
Nee. Oh. Jan, hast du Orientierungsprobleme? Ich schüttel dich ab. Ich schüttel dich ab. Schüttel ihn, rüttel ihn, bis er nicht mehr kann. Herr Klaus, er hat dich abgeschüttelt. Er hat seinen Anhänger abgeschüttelt, das hat er gemacht. Ja, die alte Drecksau. Richtig, ich mit Schmackes abgeschüttelt. Du bist ekel, Mann. Klaus muss rauchen. Hör auf jetzt! Ist gar nicht lustig. Okay. Mann, dieses Gelache hier, du weißt ganz genau, dass Lachen verboten ist. Hilfe, Polizei. Psst. Bist du laut? Muss man Ballast wegwerfen. Hey! Was? Hast du jetzt eigentlich noch weiter nach Monitoren geguckt, Jan, schon? Ja, ich bin zum Beschluss gekommen, dass der echt für den generell alles drum dran echt günstig ist. Und dass ich mir den auch hole. Ja, hab ich doch gesagt. Ist ja auch günstig in dem Sinne. Ja, alle anderen sind bei 290 bis 300 Euro. Ja, mit derselben Ausstattung, aber nur Full HD. Ja, habe ich zwar noch einen gefunden mit 2x USB 3.0, aber ja, 4x2 reicht auch. Es geht ja nicht darum, ob der 3.0 hat oder Peng. Es geht darum, brauchst du das 3.0 am Monitor? Nein. Also. Wo sind denn die Grubber? Hat die hingestellt? Ich hab noch ein Ding gehabt. Ja, auch da beim Hexer, links. Alter. Hier steht keiner drin. Voll unfair. Doch, ganz links. Das Ding Putin haut ab. Dass man die Dinger nicht wieder in eine Garage stellen kann, verstehe ich nicht. Such mir jetzt hier einen Wolf. Hier steht nichts drin. Nee. Geh. Hier ist nichts drin. Och. Ja, wo hast du ihn gelassen? Er steht neben Hexer da, wo ich ihn noch weg wollte. Hier steht auch nichts. Also ich war jetzt in allen Garagen. Hast du unterwegs ja verloren gehabt? Guck mal auf der Map, wo er steht. Ach, da steht er. Und, wo steht er? In der falschen Garage. Ja. Nicht neben oh. Häcksler. Oh. Ich komme nicht lang. Guck mal, Daniel. Wo war ich denn vorhin? Feld 29, 28, ne? Ja. Nee, jetzt muss ich zu 27, ne? What the fuck? Kann das auch. Da gibt's Geld. Juhu. Juhu, Hans hier kommt. Geht ja gar nicht. Oh, mach diese Geschwindigkeiten, nicht. Alter. Ja, so also atemberaubend, ne? Ja. Wieso? 28, oder fährt doch mit 28. Ja. Der fährt mit Putin. Was ist das? Putin. Das ist richtig sparsam, weißt du? Ein Liter heute nur verbraucht. Das ist er. Ja, sparsam ist er, aber sonst auch nichts. Intelligentes Benzinverbrauchssystem Technologie. Mhm. Neueste Generation. 3.0. Mhm. Overclocket. Ach, hier ist schon einer angefangen zu grubbern, ne? Ja. Also nicht schön gegrubbert. Vielleicht mal ein bisschen mit Gefühl, ja? Mehr. Was mal. Wirklich immer dieses halbherzige. Lass mal. Mobb mich, ne?
Nein! Geh! War lustig? Okay. Nein, war kein Brüller. Geh! Oh, noch. Oh, Jan ist laggy. Komm Jan, du stimmst jetzt mal eine Opa an. Los. Was fängt euch an, Nudeln? Sind so eine Opa reingehen. Jetzt gibt's die neue Opa. Fickt euch, da, 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 da. Kauft euch euer Essen selber, ihr Schwachkörper. Opa ist eigentlich schon ziemlich geil. Einfach so einen alten Knacker da vorne selber hinsetzen, muss mir was vorsehen. Ich finde Opa schon ziemlich geil, wenn du dir manchmal überlegst, wie hoch die Leute singen und so. Ja, voll langweilig. Künstlich gesehen finde ich das nicht. Also ob ich das jetzt kann, mich da 2-3 Stunden hinsetzen und mir das anhören, nein, kann ich auch nicht. Aber wenn du das einfach mal künstlich siehst, ist das aber eine ganze Ecke mehr Leistung, als wenn da einer singt, Jan. Ja, ich möchte nicht wissen, wie dabei die Tonbänder, also die Stimmbänder in dem Sinne wirklich strapaziert werden und so. Ich muss das ja mal von diesem Aspekt sehen, ne? Ja. Also da müsst ihr mir ja wohl recht geben, künstlich, also wenn du das von der künstlichen Seite siehst, ist das doch mit Sicherheit schwieriger wie singen. Ja, klar. Also, immer diese. Los, Jan, mach du das mal. Mach mal. Wenn ich das mache, muss ich kotzen. Los, Jan, mach mal. Wenn ich das mache, muss ich kotzen. Kotzen. Das ist ja typisch wie Klaus. Warum musst du ja vom Kotzen, nur vom... Von meiner rauen Stimme hier, ey. Quatsch! Raue Stimme, du hast keine raue Stimme. Ja. Ja, muss ich kotzen. mein Licht flackert immer vorne bei dem Trecker, Jan. Klaus, lenk mal nach links und rechts. Der hat hier sogar schon hier, wenn du nach rechts lenkst, nach links lenkst und nach rechts, dann geht der Scheinwerfer mit. Bei mir flackert der Scheinwerfer immer in diese Richtung, wo ich lenke. Na, no, ich nicht. Echt nicht? Gitarre-Modus. Müssen wir Techniker anrufen, dass der Techniker hier die Glühbirne vorne wechselt. Oh, ne? Netzwerkkabel Fall. Wechseln, ne? Techniker! Techniker! Ne? Die Jugend von heute braucht auch einen Techniker, um Kondome zu wechseln. Mama, kannst du mir mal auch helfen? Plastiktüte, ne? Kann ich auch eine Platz. Ich hab grad nichts alles. Gute Frage, Punkt, ne? Aber nur Aldi-Tüte, die hält besser. Und die von Lidl wollte. Und die von Edeka erst recht nicht. Ja, von Edeka musst du den Leinbeutel nehmen. Schrubbelt zwar so ein bisschen, aber hält schon. Kann man eine Kartoffeltüte wandeln? Da knistert schon. Ist das richtig, dass man im Kondom ein Loch reinmachen muss? Solche Fragen standen früher in der Bravo. Ja? Ich hab mich immer bepisst, wenn du das gelesen hast in der Bravo. Liebes Dr. Sommerteam, heute Morgen bin ich wach geworden und hatte eine feuchte Hose. Ne, Klaus, so eine Scheiße stand da früher drin, Alter. Ja. Und ich hatte eine feuchte Hose. Können Sie mir helfen? Junger Mann, das ist ganz normal, ja? Sie hatten eine Eruption. Ja, das ist so. Eine, was hatte ich? Dr. Sommerteam! Eine Eruption! Mark, los! Du störst den Verkehr. Nur weil ich bei grün anhalte und warte, bis es rot wird. Ja, klar, sorg grün und er hält an, weil ich warte, bis es rot ist. Ja, fahr doch auf die gegenüberliegende Seite überholen. Kann nicht, der steht da schräg auf der Straße. Fahren einfach den Hänger weg, der schiebst du eh weg. Ich ärgere mich die ganze Zeit ja schon. Oh, ich beanspruche erstmal beide Straßenseiten. Okay. Deswegen kriegt ihr auch wieder nichts geschissen hier.
Deswegen liegt hier noch Stroh. Ja, hier liegt schon Stroh drauf noch auf dem Feld. Ja. Eine halbe Reihe. Also. Da müsste also irgendwo meine Koksbahn liegen. Naja. Damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Tschüss.